Training gehen wir jetzt nach Tübingen ins Cleverfit, zeigen euch die erste Trainingseinheit von meinem neuen Plan und die anderen folgen demnächst. Bis dann. Okay, wir haben gerade das komplette Workout abgefilmt. Das war einmal prinzipiell Oberkörper, also Brust und Rücken und danach noch Bauch. Das waren insgesamt wirklich nur diese vier Übungen für Oberkörper. Also Klimmzüge, sehr niedriger Wiederholungsbereich, langsame Ausführung, 5 Sekunden ablassen, normalerweise mit Zusatzgewicht. Ich habe heute kein Zusatzgewicht gewendet, weil einfach bei mir alles total leer ist und noch verletzungsanfällig, deswegen habe ich komplett ohne trainiert und alternativend dazu dann Bankdrücken, wenn ihr es gesehen habt, ich habe einen relativ engen Griff verwendet. Durch den engen Griff tust du mehr im ganzen Oberkörper-Schulterbereich ansprechen. Das heißt, du hast prinzipiell die Grundübung nochmal mehr runtergebrochen auf komplett Oberkörperkette. Der zweite Übungssatz war dann nur noch Dips mit Rudern am Kabel zum Hals, damit auch nochmal hinterer Rücken, Trapez, Schultern, alles mit drin gehabt. Und das Bauchworkout ist so mein Gigantsatz-Workout. Wenn du einen guten Bauch haben willst, musst du für den Bauch viel machen. Das heißt, du musst schwer trainieren, du musst hohen Wiederholungsbereich trainieren, du musst alle Bereiche abdecken. Und deswegen
mache ich immer ABC-Übungen. Am Kabel habe ich angefangen, relativ schwer mit 10 Wiederholungen. Als B-Übung, dann habt ihr gesehen, Beinheben im mittleren Wiederholungsbereich. Und dann die C-Übung war einfach nur seitlicher Bauch im hohen Wiederholungsbereich. Das Ganze mache ich 2 bis 3 Mal die Woche und rotiere. Das heißt, wenn ich heute mit Kabel angefangen habe, fange ich nächstes Mal vielleicht mit seitlichem Bauch an und mache da dann schwerer und nur 10 Wiederholungen. Und so tauscht ihr das die ganze Zeit durch. Geht mega schnell und funktioniert. Ich denke, wenn man meine alten Bilder anguckt und meine jetzigen, dann sieht man, dass ich an Bauchmuskelgröße und Qualität definitiv gewonnen habe. Und ich würde das einfach auch darauf zurückführen, dass ich konstant eigentlich immer Bauch trainiert habe, auch in der Offseason. Deshalb, selbst wenn ein guter Fettfilm über den Bauch ist, habe ich da weiter trainiert, weil später kommen sie wieder zum Vorschein. Ja, das war prinzipiell alles von mir. War Trainingsplan 1. Wir stellen euch das nächste Mal 2 und 3 vor. Bleibt einfach dran. Also ich habe euch ja gesagt, ich werde meine Offseason, meinen Plan, meine komplette Vorbereitung für 2016, und das ist jetzt für Gott ziemlich genau 10 Monate bis zum Wettkampf, mit euch teilen und euch teilhaben lassen. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet. Bis demnächst. Macht's gut, schöne Weihnachten. Wir sehen uns.